Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen bei Zwei kommt Sofa. Wir spielen Nama Aragami. Und wir sind Aragami. Und der Suche noch ein bisschen am Anfang hier, aber es ist ein Schleichspiel. Ja, deswegen spreche ich ja auch so komisch. Es ist, also, ja. Okay, verstehe. So, ich habe auch schon den ersten Gegner markiert hier. Zwei Gegner, Entschuldigung. Mein Gott, du bist ja richtig fleißig. Ja. Ja, wir müssen, es ist eigentlich ein Schleichspiel, wir sind aber scheiße im Schleichen, deswegen versuchen wir es auf so einem Mittelweg. Aber sind, ja, wir mit einer gewissen Aggressivität stürmt man einfach vor. Oh, Aragami, Neuigkeit für Kurusu, wir haben den Sansen-Kusi-See beinahe erreicht. Dort befindet es heißt, dass schon vor Ewigkeiten die Bauer dieses Landes hier ihre Götter um Regen angefleht haben. Die Kaio liebten es scheinbar, heilige Orte zu entweihen. Oh Gott. Wo warst du, Kurusu? Wo war Kurusu? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ohayou gozaimasu. In dieser Form habe ich eine telepathische Verbindung zu ihm. Hast du dich noch nicht gefragt, wie meine Erscheinung ohne Lungen mit dir sprechen kann? Oh Gott. Nee, habe ich mich nicht. Schon verstanden, ich bin doof. Ja, das war das Zwiegespräch mit Yakuraki, ich weiß nicht gar nicht, wie heißt sie überhaupt? Ja, und wir kämpfen gegen die Kaiho, die mit den sieben Zwergen verwandt sind, die ja immer gesungen haben, Kaiho, Kaiho, was sind wir wieder froh, vom Morgengrauen zum Abendgrauen, Kaiho, Kaiho. Ja, okay. Ja, wir müssen sie irgendwie wegnehmen. So, der erste Tote ist da. Oh, schon einen weg. Ja, der Bogenschütze oben drauf. Der hat doch genervt, oder? Gib's doch zu. Ja, die nerven mich eigentlich alle, wenn es darum geht. Okay, der haut gerade wieder ab. Das war ja doof. Das war ja doof. Ich sag's dir. Spring. Danke. Spring. Jetzt sind Spring, diese Bubbles nehmen jetzt voll den Weg, ne? Also das ist ja voll doof. Also ultra doof. Apropos ultra. Nicht, dass wir hier unsere schönen Schriftrollen verpassen, ne? Der liegt jetzt natürlich genau im Licht. Was für eine Kacke. Hier ist eine Tür. Willst du mir nix. Bogenschütze über dir. Oh Gott, den kann ich gesehen. Ja, der ist markiert, der ist nicht markiert. Habe ich gesehen, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Der ist nämlich in so einer Bubble drin. Ja, aber ich kann, glaube ich, in die Bubble reinschießen. Das geht. Das geht? Ja, dann... Bist Soll du ich meinen Fall dafür verschwenden? Kann ich in so eine Bubble gehen, ohne drauf zu gehen? Nein, ich hau dagegen. Wie geil. Bonk. Bonk. So, Bogenschütze auch weg. Entschuldigung. Okay, sehr witzig. Da ist noch einer. Ich fand's witzig. Okay. Der Bogenschütze ist jetzt ein bisschen frei platziert. Du bist auch hier ultra mutig, ey. Mann, ey. Schon immer gewesen. Spitzel. Also durch die Bubbles kommen wir nicht durch, sagst du, ja? Nee, da haust du dir die rüber ein. So, hier liegt, glaube ich, eine Schriftrolle, kann das sein? Alter, gleich drei auf einem Schuss. Wo ist eine Schriftrolle? Hier. Einer kommt. Ja. Einer war... Nee, doch nicht. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Weil er hatte mich kurzzeitig gesehen. Aber das Symbol war da. War es für minderwertig. Ich hole mal wieder die Schriftrolle ab. Hast du mal das probiert da mit deinem komischen, wie heißt das da, Bestie? Aber nee, noch nicht. Mach ich noch. Also, beschwöre eine Bestie aus dem Muss Schatten, ich den Knopf nämlich länger drücken, das ist das Problem. Aus der irdischen Welt zu reißen und benutze die aus... Wie, dann mache ich denn das? Ja, Er bietet dir gleich an, dass du die Leiche auflösen kannst oder... Oh Gott, die stehen beide am Feuer da, das ist doch... Achso, also okay. man kann die anstatt aufzulösen, sagst du, oder was? Ja, also er bietet einem, du wirst das sehen. Ich hab's auch noch nicht gedrückt, aber er bietet das dann an irgendwann, irgendwann. Bietet er es dir an. Das ist kein Schatten? Na gut. So sei es. So, der eine Typ rennt auf und ab, die anderen beiden stehen da leider so blöd rum. Der auf und ab ist gleich weg. Gut. Die Frage ist, wenn ich unsichtbar bin, kann ich zwei töten oder Nein, nicht? Wer weiß natürlich es? Nicht. Dann sieht der andere dann die Leiche und dann wird er aufmerksam.
Wo geht der hin? Ja, macht ja nichts. Dann kann ich ihn, wenn ich ihn gleich danach kille? Wenn ich noch unsichtbar bin? Weiß nicht. Das probiere ich einfach mal. Im Zweifel bist du gleich alleine, okay? Ich will's einfach mal wissen. Ich will's einfach mal wissen, ob das geht. Ich habe keinen bekommen. Die Bestie war nicht da. Ey, ich habe die Taste gedrückt. Es hat keinen interessiert. Wie geil war das denn? Dann hat das nicht geklappt. Nee, ich guck dir jetzt zu. Also das geht nicht. Oh, Scheibensalat. Bis zum nächsten Savepoint muss ich jetzt alleine durchspielen. Jetzt habe ich richtig Schiss, weißt du das? Ja, gib Gas. Nimm den weg. Mach ich doch. Ja. Genau. So, jetzt gehe ich ja hin und habe kein Zeichen zum Wegkillen hier. Ah, upsi. Der liegt im Licht, wie du siehst, direkt daneben hängt eine Laterne. Super. Ich sehe ein 14 Meter. Jetzt könntest du auf den Tower gehen und den anderen von oben anspringen, wenn er nach der Leiche guckt, aber das hast du verpasst. Aha. Ah, gut gemacht. Ich stehe aber hier nicht im Dunkeln. Der findet die Leiche nicht mal, der ist ja blöd. Finde ich sehr geil. Ja, der bleibt einfach da stehen, würde ich mal behaupten, oder? Jo. Also sein Todessymbol sehe ich übrigens in meinem Spiel. Das ist jetzt so quasi ein paar Meter. Oh, da war ein spezielles Zeichen beim Töten. Genau, das Zeichen meine ich. Ich dachte, beim Wegwischen muss ich das machen. Das ist Töten. Da stehe ich genau auf dein Todessymbol hier, aber es passiert nichts, ne? Ja, toll. Nein, du musst einmal irgendwie weitergehen. Geh mal über die Brücke oder irgendwas, dann ist wahrscheinlich... Ich denke auch, dass hier so ein... Oh, Wasser, ich hasse Wasser, hab ich ja schon gesagt? Mhm, oft. Und hier komme ich nicht durch. Ja, liebe Leute, das ist natürlich jetzt spannend. Hier? Das sieht gut aus, oder? Das kann noch dauern, so wie du das machst. Ja, warte hier. Ich mag jetzt hier nicht reinpurzeln. Da wollte ich hin. Sehr gut. Da bist du doch wieder. Wow. Ja, wussten wir doch. Ne? Hier einmal durchs Haus und schon schuppdiwupp. Da ist aber die Frage ist, mussten wir denn durchs Haus? Ja, da war auch... Da steht einer unter dir. Ja, ich weiß. Was, unter mir? Nein, da stehst du. Ja. Oh. Nein, unter dir. Da, siehst du den nicht? Nee, ich hab gerade einen markiert. Nein. Doch. Da komme ich aber nicht hin. Da hören die Balken auf. Okay, aber ich komme da hin. Die Frage ist, da sehe ich noch einen. Da ist noch einer. Ja, hier komme ich auch nicht weiter. 100% beim Töten. So, hier ist noch einer. Der guckt mich ganz Zeit nur Menge an. Leider. Ja, der guckt mich ganz Zeit nur an, der Sack. Die einzige Gottheit, die mich kümmert, ist die Schattenkaiserin. Angeblich ist sie wunderschön. Aha. Aha. Kleiner Mulch, du. Ach, ich wollte die Spezialtechnik. Ungeheuer. Was muss ich überhaupt drücken, wenn ich die Spezialtechnik nutzen möchte? Ich glaube, die Rechtecktaste statt töten. Okay. Ich bin nämlich immer zu schnell mit der Taste. Das geht mir nämlich auch immer so, weil die musst du auch lange halten, sonst geht diese blöde Bestie da irgendwie nicht. Und deswegen habe ich die auch noch nicht so angewendet. Mit dir stimmt was nicht. So. Ach, du bist auch hier oben. Hi. Oh, sie bewegen sich. In beide meine Richtung. Na super. Dreh dich um. Dann machen wir die mal weg. Sehr das geil. Doch. Wenn man so zweit ist, ist das einfacher, gell? Ich glaube auch. Wenn du alleine bist, ist das echt eine Nummer. Ja. So. Hier ist eine Schriftrolle, haben wir verpasst, glaube ich, ne? Wir kommen ja auch vor allem nicht durch, oder? Ja, bonk. Bonk. Aua. Schlecht. Also wir müssen irgendwie wieder zurück.
Ja. Weil wir haben irgendwie irgendwas noch nicht gedrückt, als wir es hätten drücken müssen. Also ist das quasi der Ort, wo es alles weggeht, ne? Also hier müssen wir nachher zurückkommen. Ja. Richtig. Okay, dann müssen wir mal hier nicht raus, warum nicht? Da oben ist auch noch eine Lichtbarriere an. Also wir haben noch nicht alle weggemacht irgendwie. Irgendwie ist noch nicht alles erledigt. Guck mal, was wir übersehen. Ich zeig's dir, guck mal. Also einmal hier die Treppe hoch. Dann hier hoch. Und schuppdiwupp. Erstmal die Typen weggemacht. Ne? Jetzt das Ding kaputt gehauen. Wir beide, klack, klack. Ja, natürlich. Hier ist die Treppe ausgegangen, ne? Die hier nebenan. Die Treppe ist ausgegangen. Gehen die Treppen allmählich aus. Nee, halt, hier ist ja schon alle kaputt gegangen. Ach so. Mir gehen die Treppen aus. Es tut mir leid. Also ist irgendeine Lichtbarriere auf jeden Fall ist ausgegangen. Das ist schon mal Fakt, oder? Ja, die letzte, das war die letzte. Das war das, was wir zuletzt hätten wahrscheinlich tun müssen. Jetzt können wir da wieder zurück. Glaube ich. Sage ich mal so. So, und? Nicht vergessen hier. Nee. Okay, dann können wir da nicht hoch, oder? Scheiße. Nee, hier geht's immer noch nicht. Also ich dachte, die Tür geht auf oder so. Nee, passiert nicht. Das wäre zu einfach. Ich komme da nicht hoch. Ja, super. Doch. Nein, doch. Ah, ja. So, ich guck mal eben, ob die Lichtbarrieren da weg sind. Sonst brauchen wir ja gar nicht weitermachen. Okay, hier sind noch Lichtbarrieren. Das ist ja scheiße. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Richtig. Okay. Irgendwas fehlt noch. Wo war noch der Ausgang? Hilfe. Müssen wir da irgendwas noch kaputt machen, was wir noch nicht kaputt gemacht haben? Hä? Auch wenn wir sonst so gut im Kaputtmachen sind. Also, war hinten nicht immer noch eine Barriere, wo wir nicht durch konnten? Ich weiß es ja, doch. Ja, ja, doch. Hier oben hoch, hier war doch auch eine. Ich weiß, wo man durch muss. Ich habe noch einen Weg gefunden. Wo bist du? Oh, scheiße. Also. Ist da oben irgendwas? Ich bin runtergesprungen. Ja, da ist ein... da ist so eine... Das Bambus, so ein Bambus-Ding, da kannst du durchlaufen. Ja, ja. Aber sonst ist da auch nichts. Da ist nichts? Ja, dann müssen wir durchs Bambus-Ding. Hier. Da gehst du einmal im Kreis. Ach so. Oh. Das ist ja doof. Ah, ja. ja, scheiße. Ja. Ja, jetzt planlos durch die Nacht, ne? Also das ist ja ein bisschen doof jetzt hier. Wo? Also er sagt, wir sollen in 77 Metern was deaktivieren. Also im Prinzip, das muss da irgendwo drin sein. Wir haben einen Gang da drin wahrscheinlich nicht gesehen. Ach, kommen wir vielleicht nochmal oben? Ja, irgendwie vielleicht über die Lichtbarrieren rüber oder irgendwas. Ich versuch's nochmal. Ich guck nochmal eben hier. Okay, ich geh nochmal zurück dafür. Okay, also, ja, Balken, wenn du mich fragst, das müsste gleich da raufgehen, wenn ich Saft habe. Sag nicht habe. Ja, sondern... Ich habe keinen Saft, ich muss erst im Schatten stehen. Jo, hier oben geht's lang. Okay, dann... Ich bin da. Wir haben den Eingang nicht gefunden. Oh, scheiße, ey, Mann. Und wenn, damit deaktivieren wir die Lichtbarriere und kommen dann weiter. Bin fast da. Ich bleib mal hier stehen, damit du mich siehst. Och, wir waren doch schon auf dem Balken, warum haben wir es nicht gesehen? Mm-hmm. Frag mich nicht. Huch. Oh. Der große Säl. Ja, okay. Ich sehe einen See. Ich bin ein Seher. Drei Lichtbarrieren. Ist das der magische... Ein stehender Knochen. Keine Ahnung. Der Schrottdolch oder was? Sie haben ihn auf den Turi im See abgelegt. Die haben auf den Turi... Ein guter Platz, das muss man ihnen sagen. Lassen. Wir werden einen kleinen Umweg machen müssen. Los geht's.
Warte mal, Yamiko. Was denn, Schatz? Ja, mein Schatz. Achso. Oh, ich habe nachgedacht. Don't was passiert, wenn ich dich gerettet habe? Wenn du mich befreist, wird auch die Kaiserin frei sein. Sie wird ihren General in Windeseile vernichten. Verlass dich drauf. Mhm. Diese Barbaren sind nichts Besonderes. Nicht besonders klug. Sie brauchen ständig jemanden, der ihnen sagt, was zu tun ist. Ohne den Kaio-General wird sich das Blatt endlich zugunsten unseres Volkes wenden. Nein, ich meinte, was passiert dann mit mir? Haben wir noch Sex, oder? Oh, Punkt. Du hast mich beschworen, um dich und deine Leute zu retten. Aber was passiert, wenn ich die Aufgabe erledigt habe? Verschwinde ich dann einfach, bevor wir Sex hatten? Um ehrlich zu sein, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Die alten Bücher haben kein Wort über sein Schicksal verloren. Nur, dass das Sonnenlicht dann einen Aragami aus dem Reich des Irdischen befreien. Punkt. Du mit deinem Punkt. Keine Sorge. Das bist du. Die Legende haben nichts Schlimmes vorher gesagt. Ich lasse mir was einfallen. Immerhin habe ich dich ja beschworen. Stimmt's? Wir werden noch Sex haben. Stimmt. Entschuldige. Alles wird gut. Versprochen. Du musst dich konzentrieren, Aragami. Dein Schicksal meines Volkes hängt davon ab. Ich bin konzentriert. Guck mich an. So sieht ein konzentrierter Aragami aus. Ich bin kackbraun. So, nu? Kann ich hier rüber hüpfen? So. Ah, nee, halt, die Gänge sind jetzt offen, ne? Ja, genau. Aber weißt du was? Ja. Ich habe eine gute Idee. Du willst jetzt Sex haben? Ja. Pause. Komm her. Gut. Ja, dann. Bin noch da. Bis zum nächsten Mal beim Zweikampfsofa und Aragami. Genau. Tschüss.